Heute zeige ich euch den Asus TUF Gaming Monitor VG27AQ. Das ist ein 27 Zoll IPS Display mit bis zu 165 Hertz, regulär 144 Hertz, kann aber auf 165 Hertz problemlos übertaktet werden. Damit wirbt auch Asus. Der Monitor hat FreeSync, ist aber G-Sync kompatibel, ist ein WQHD Monitor mit einer Auflösung von 2560x1440. Umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten. Wir haben hier ELMB, Extreme Low Motion Blur. Wir haben hier Shadow Boost, das heißt, die dunklen Bereiche kann man aufheben. Sehr, sehr viele unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten. Wir schauen jetzt mal rein, was der Monitor alles kann. Ich sage es jetzt schon im Vorhinein, der Monitor kann an eine VESA-Halterung mit angebracht werden. Er ist dementsprechend auch genormt. Und schauen mal, was alles sich hier im Karton befindet. So, bei Asus ist es ja recht häufig so, dass wir ein explizites Netzteil, also ein externes Netzteil haben. Das haben wir hier. Eine Kaltgerätestecker für das Netzteil, ein HDMI-Kabel und ein DisplayPort-Kabel. Das dürfte ungefähr 1,60 Meter lang sein. Dann haben wir hier eine VIP Members Notice, also ein ganz viele Informationen, wofür auch immer. Wir haben hier einen Quick Start Guide und natürlich auch die Sicherheitsinformationen mit integriert. Und jetzt schauen wir mal, was sich innen drin versteckt. Das muss man aufpassen, das nimmt sich nämlich schon halbwegs auseinander, dass wir das einfach ein Stück rauskriegen. Den Karton lege ich direkt mal auf die Seite und wir schauen mal hier. Hier haben wir den Standfuß. Gucken wir gleich mal, wie der ausschaut. Das hier ist der Standfuß. Hier sehen wir auch NVIDIA G-Sync. Kompatibel bzw. lizenziert sogar bei den TUF Gaming. Und jetzt schauen wir mal, wie wir den hier am besten auspacken können. Okay. Der ist im Hochformat hier mit dem Karton untergebracht. Okay, er hält sehr gut. Also Verpackung ist einwandfrei. Ich würde sagen, wir packen erstmal den Monitor aus. So, ohne etwas zu zerstören hier, muss man etwas vorsichtig sein. So, einmal der Halter für den Standfuß, das lege ich mal weg. Wenn wir ordentlich Platz haben, wir werden direkt mal den Standfuß montieren hier. Das ist ganz einfach, draufschieben und mit einer Schraube hier montieren. Kann man super mit den Händen festziehen, braucht man kein Werkzeug dafür. Und fest ist die Sache. Also wirklich einfach gehalten hier. Dann können wir den Monitor schon aufstellen. Relativ schwer. Was ich gelesen hatte, 8,3 Kilo. Und dann machen wir spannend. Da haben wir ihn. Das kommt auf die Seite. Gut. Wie man sehen kann, man kann ihn auch drehen und im vertikalen Betrieb einwandfrei nutzen. Der Standfuß ist jetzt ganz nach oben gefahren. Das heißt, wir haben hier fast Kontakt mit der Bodenplatte. Und zum Drehen nach vorne neigen. Und dann kann man ihn wunderbar drehen. Man kann ihn auch in die andere Richtung drehen, das heißt, sowohl auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite verwendbar. Wir wollen ihn jetzt aber in der waagerechten. So, da ist das Schmuckstück. Schauen wir mal hinten, was die Anschlüsse betrifft. Wir haben hier zum einen, wenn man hier unten reinguckt, was haben wir hier? Wir haben hier zwei HDMI-Anschlüsse.
einen DisplayPort-Anschluss, einen Anschluss für den Kopfhörer und fürs Netzteil. Hier hinten sieht man die Weser-Halterung. Das heißt, man kann diesen kompletten Griff oder diesen kompletten Standfuß abmontieren. Man muss hier, das sind Gummikappen, die kann man abziehen und dann mit vier Schrauben lösen. Gut. Ansonsten ist der Monitor, wir schauen das mal so, der Monitor ist schwenkbar. Oh wow. Er ist okay, das habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Um 180 Grad, beziehungsweise 90 Grad schwenkbar, insgesamt 180 Grad schwenkbar. Das habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Und was ich gelesen habe, bis plus 15 und minus 5 Grad nach unten neigbar. Wobei mir das nicht wie minus 5 Grad aussieht, das schaut mir eher nach 2 Grad aus. Wenn überhaupt. Ja, ansonsten macht er einen sehr dezenten, schlichten Eindruck. Ein ultra dünner Rand. Ich bin gespannt, wie es ist, wenn man ihn in Betrieb nehmen. Die Steuerung des Menüs haben wir hier hinten dran mit einem kleinen Joystick. Vierwege-Joystick mit Taster und über vier verschiedene einzelne Tasten. Wie das Ganze funktioniert, was für Möglichkeiten wir hier haben, schauen wir uns in einem gesonderten Video an. Und ich sehe hier gerade Höhenverstellung 130 mm. Oh ja, das kommt hin. 130 mm, das kommt hin. Der lässt sich richtig schön nach unten schieben. Sieht man auch nicht so oft. Ist, wenn man gerade wenig Platz hat oder oben drüber noch einen zweiten Monitor montieren möchte, wirklich ein sehr schönes Feature. 90 Grad und er sagt hier minus 5 Grad und plus 33 Grad nach oben. Ja, das kommt hin. Aber die minus 5, die weiß ich nicht, wo er die hernimmt. Aber auf jeden Fall sagt er das. Gut. Ja, die Einstellungsmöglichkeiten des Monitors schauen wir uns in einem gesonderten Video an. Schaut rein, dann gibt es die Vorstellung des Monitors, den zweiten Teil des Asus TUF Gaming VG27 Akku. Wenn dir mein Video gefallen hat, abonniere jetzt kostenlos meinen Kanal und gib mir einen Daumen nach oben. Vielen lieben Dank. Und wenn du Lust hast, auf Twitch mir beim Livestream zuzugucken, geh auf twitch.tv/arrowwings und lass auch dort gerne ein Follow da. Wir sehen uns.